Als ich neulich auf der Gita Summit in Mannheim war, da hat mich Thorsten angesprochen. Thorsten Hans, bei dem war ich mal mit Kloppi vom Jahr oder so. Blende ich mal hier ein. Ja, ist da Helium drin? Das ist die Gitarre für Lucy, für okay. Meine Tochter. Ja, ja, genau. Das riecht nichts. Das ist ja unfassbar. Was ist das für Holz? Der ist Gitarrenbauer in Tübingen und der hat sich mit Stefan zusammengetan. Und die haben zusammen mal überlegt, was könnte man denn für eine schöne Gitarre bauen. Und dabei ist dieses Gerät hier rausgekommen. Das ist die Tonmeister-Gitarre. Und das ist ein Prototyp, also niegelnagelneu. Die haben die beiden in letzter Sekunde kurz vor der Summit noch zusammen gebaut und dann mitgebracht. Und dann habe ich die von der Summit mitgenommen und jetzt ist sie hier. Nicht mehr lange, morgen schicke ich sie wieder weg. Da wollte ich mal ein bisschen was drüber erzählen. Das ist so eine leichte Gitarre, ne? Die wiegt 2395 Gramm, habe ich gerade in der Küche gewogen. Die besteht ja aus Paulownia. Das ist ein schnell wachsendes, einheimisches Holz. Thorsten hatte damals, als ich ihn kennenlernte, auch auf der Summit letztes Jahr, also 2022, da hatte er mir schon mal eine von seinen Gitarren gezeigt und die war auch so schön leicht. Und der ein oder andere wird es wissen, ich bin ein großer Fan von leichten Gitarren. Nicht, weil ich Rückenschmerzen habe, sondern weil ich das total angenehm empfinde. Was mir bei dieser Gitarre sofort aufgefallen ist, ist, und das ist mir auch schon im Gewusel in Mannheim auf der Messe aufgefallen, die ist sowas von resonant und da bin ich auch ein großer Fan davon. Das hat jetzt nichts unbedingt damit was zu tun, dass die auch gleichzeitig gut klingt. Na, das muss nicht zwangsläufig das Gleiche sein. Aber ich bin ein großer Fan davon, wenn man... Dieses Dynamische, und das finde ich besonders gut, da gibt es Klampfen gerade so... Ich finde Strats so aus Ende der 70er zum Beispiel, die sind das komplette Gegenteil. Ne, die wiegen meistens auch noch 5 Kilo und da kannst du reinhauen und wenig und da kommt überhaupt nichts bei weg, würde man sagen. Ne? Und bei dieser hier ist das total anders und das feiere ich schon mal voll ab. Ich weiß, sowas kommt über ein YouTube-Video immer schwierig rüber, ne? Aber ich mach gleich mal einen Vergleich. Pass mal auf. So, wir haben gesehen, das schrappt knapp an den 70 dB, ne? Da. So. Nehme ich mal meine Stratocaster, ne? Ist das nicht irre? Das sind ja fast 10 dB Unterschied, ne? Finde ich echt krass. Die ist auch dynamisch, ne? Naja, nur mal so als Einstieg. Hi, dein Name ist? Thorsten Hans. Von mein Name ist? Carsten Gürke. Carsten Gürke. Deine Gitarren heißen? Meine Gitarren heißen Tonmeister-Gitars. Tonmeister-Gitars. Und ja. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade in Mannheim. Mannheim beim ja? Guitar Summit. Genau, ist das nicht schön? Und jetzt erklären wir mal eben was. Noch nicht? Mannheim, und du hast eine schöne Gitarre, eine neue Gitarre mitgebracht. Mhm. Bevor wir aber das mit der Gitarre irgendwie besprechen, möchte ich erstmal wissen, wo kommst du her, was machst du, woher kennen wir dich?
Ich bin Thorsten Hans. Mein Gitarrenlabel ist Hans Guitars und da bin ich jetzt schon seit 2010 am Gitarrenbauen, davor auch so ein bisschen so nebenher. Und so ein wichtiger Punkt so in meinem gitarrenbauerischen Leben war natürlich die Zusammenarbeit mit Andreas Kloppmann. Ah ja. Ja, da hörte dann meine Tonabnehmersuche auf und okay. Ich war irgendwie glücklich und zufrieden und viele meiner Kunden dann auch. Ja. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Ja. Der ein oder andere hat vielleicht ein Video gesehen, wo ich auf einer Reise war nach Tübingen, also zu dir, genau. In deine Gitarrenwerkstatt zusammen mit Andreas Kloppmann. Richtig. Und das haben wir, war das Anfang diesen Jahres? Auf jeden Fall war es bitter, bitter kalt. Es war letztes Jahr schon. War es letztes Jahr? Ja, ja. Okay. Genau. Ja. Winter, gefühlte minus 23 Grad. Wurde gesagt, das müssen wir unbedingt noch mal wiederholen, wo ich gesagt habe, können wir gerne machen, aber never ever wieder im Winter, weil ich diesen Winter hasse. Okay, genau. Das stimmt, ja. Ja, und eben, man lernt ja so viel auf dem Weg, einfach auch von Andreas habe ich viel gelernt, von dir habe ich viel gelernt. Mhm. Und da hat sich so ein bisschen mein Bild von Gitarre und von Ton und von wie eine Gitarre sein muss auch gewandelt und geändert. Ja. Und dann kam irgendwann ein sehr lieber Kunde auf mich zu, der Stefan Braun. Ja, liebe Freunde und Mitbürgerinnen, wir sind hier am Rosengarten. Wir von Tonmeister Guitars, Meister Thorsten und ich bin so auch dabei. Und wir sind hier sehr begeistert von all dem, was die tollen Gitarrenbauer hier herstellen und fabrizieren. Aber wir haben es ein bisschen besonders gemacht. Wir haben nämlich eine nachhaltige Gitarre gebaut und die ist wirklich für jeder Mann und jede Frau super zu handhaben und sie klingt dank Kloppmann-Pickups ziemlich großartig. Genau. Und das ist so ein Paket, so ein Gesamtpaket, das hat kaum jemand. Wir sind sehr stolz drauf, wir haben hier Prototypen und bald geht's in Serie. Genau, heute ist Tag 3, die Sonne scheint, wir sind gut drauf an den Tag 3 von jetzt. Ja. Und wir gehen jetzt rein und schauen mal, was der Tag noch zu bieten hat. Bis dann. Ciao. Ciao. Und sagte, wollen wir nicht Gitarren bauen, nochmal anders denken? Okay. Und das Ganze irgendwie nochmal neu und auf andere Beine stellen. Und ich gesagt, ja, bin ich dabei. Und die Idee ist eben jetzt einfach ein paar Werte noch dahinter zu stellen und nicht nur geile Gitarren zu bauen, sondern eben halt auch in Richtung Nachhaltigkeit zu denken, in Richtung faires Bauen, also das heißt fair uns gegenüber und fair natürlich auch der Umwelt und den Herstellern gegenüber. Ja. Das heißt, lokale Bauteile, keine tropischen Hölzer, haben andere sehr gute Kollegen, wie zum Beispiel Tausch Guitars, auch schon gezeigt, dass es geht, dass man sehr gute Gitarren bauen kann ohne Tropenhölzer. Und das Letzte, was wir gemacht haben, ist, dass wir so ganz unaufgeregt gedacht haben, Mensch, bis jetzt bauen Männer für Männer Gitarren. Okay. Und wir fragen jetzt einfach auch die Frauen, was muss in die Gitarre rein? Haben das in Zusammenarbeit mit der Uni Stuttgart gemacht. Okay. Haben über 100 Leute, Menschen, wie Frauen wie Männer befragt und haben wirklich tolle Ergebnisse gekriegt. Und das ist eben alles eingeflossen in unser neues Produkt, Tonmeister Guitars. Tonmeister Guitars, okay. Genau. Und wir haben... Das ist jetzt eine Gitarre, die sieht jetzt nicht besonders ungewöhnlich aus, aber das sind die Kleinigkeiten und die Details, die dafür sorgen, dass die wirklich sehr ergonomisch ist, sehr leicht ist, nachhaltig gebaut ist und Paulunia-Korpus. Mhm. Wir haben hier jetzt einen Kirschholzhals. Okay. Ja. Mhm. Na, ich sagte den Kirschholzhals nochmal. Mhm. So, wir haben uns ja letztes Jahr hier auch auf dem Kloppmann-Stand kennengelernt. Ja. Und da hattest du Gitarren dabei, die mir besonders aufgefallen sind. Deswegen, einmal weil du ein super netter Kerl bist und zweitens, weil du sehr leichte Gitarren baust. Genau. Und wie manche Leute hier bei meinem YouTube-Channel wissen, ich bin ein absoluter Fan von leichten Gitarren. Das ist hierbei auch so, ne? Ganz genau. Wir haben hier praktisch dieses Paulonia-Holz, was dem Swamp Ash sehr ähnlich Paulonia. Aussieht. Paulonia. Ja, okay. Auch Kiri oder Blauglockenbaum. Okay, interessant. Wächst in Plantagen hier.
ist sehr leicht und sehr resonant. Okay. Also, und wenn man jetzt eine ganze Gitarre draus baut, was ich jetzt auch schon gemacht habe, bei Prototyp 2 ist das der Fall, dann hat man schon einen sehr hellen Ton mit viel Twang. Mhm. Hier ist es jetzt so mit dem Kirschhals, da wird, wird diese Leichtigkeit, da wird noch ein bisschen Masse zugefügt. Ne? Okay. Das heißt nicht, dass die Gitarre jetzt wirklich mega schwer ist, aber sozusagen die Kombination, es liegt in der Natur der Sache, ist natürlich jetzt eine leichte Gitarre, aber es geht noch leichter, ne? Okay, wenn man cool. jetzt beide Sachen aus Paulownia baut. Mhm. Ja, und dann haben wir hier halt Kloppmann Pickups, auf dem Prototypen 1 haben wir jetzt noch nicht, nicht Kiss My Strings Bridges, was ja dann ein Produkt aus Deutschland wäre. Okay. Und auch noch nicht die Tuner. Aber es ist schon eine schöne Gitarre, die uns zeigt, dass das, was wir uns da überlegt haben, auch richtig gut funktioniert. Mhm. Wir kommen bis in die hohen Lagen. Die Gitarre, die sitzt ohne Hände auf dem Schoß. Weil ist nicht wie bei meiner Les Paul. Ganz genau, weder Arsch noch Kopflastig. Genau. Was eben wichtig ist, weil wir in den Umfragen auch rausgekriegt haben, die Bühnensituation wird so ein bisschen überschätzt, also von ihrer Häufigkeit her. Vorher sitzt du am Rechner und brauchst beide Hände frei, tust die Gitarre hoch, tust sie runter. Ja. Du bist am Proben, am Üben, am Transkribieren, am Aufnehmen und dann bist du mal wieder auf der Bühne. Genau. Da profitierst du natürlich auch von der Leichtigkeit. Und manche haben einfach auch Rücken. Ne? Genau, ja, richtig. Aber das ist eben auch wichtig. Die Ausgeglichenheit, ja. Die muss ausgeglichen, die muss schön sitzen. Ja. Da ging es um so kleine Sachen wie ist das hier geformt, ne? Ja, natürlich. Wie sind die Radien hier und solche Dinge. Und das haben wir alles umgesetzt in eine schöne Gitarre, die es am Ende als Serienmodell geben wird, also nicht customized oder nicht custom ist. Okay. Und dann gibt es ein paar schöne Farben, Sunburst. Und ich zeige gleich noch mal eine, die du auch hast. Ist es gleiche Hölzer oder ist es anders? Die lachsfarbene? Die ist aus Paulownia und Paulownia. Also deswegen auch noch einen Tacken leichter. Ein Tacken leichter, ne? Ja. Aber es war auch eine, was war es nochmal für Pickup-Kombi? Hier andere? Haben wir jetzt die 58er drin und in der anderen sind die 57er drin. Okay, alles klar. Cool. Ja. Und da geht natürlich die ganze Kloppmann-Palette hoch und runter, keine Frage. Ne? Lackierter Hals, bin ich auch großer Fan. Mechaniken sind auch dabei. Ich glaube Goto oder sowas, habe ich vergessen. Blende ich gleich mal ein. So, Pickups sind drauf von dem guten Andreas Kloppmann. HB58. Kiss My Strings, Hardware. So, und die Specs, das blende ich gleich mal ein.
Was ich auch besonders gelungen finde, ist hier für Leute, die so eine leichte Pocke haben, hier schön ein bisschen Stratti-mäßig ausgehöhlt. Hier auch, ne? Na, damit habt ihr schon mal irgendwie ein Kilo Gewicht gespart, ne? Wahrscheinlich. Sehr schön hier auch, strattmäßig geht es ein bisschen runter, wie man sieht. Schöne Form, finde ich. Ja, spielen wir mal ein bisschen, ne? Eben was zu deiner Person, also sagen wir mal, wie lange baust du schon Gitarren? Wann hast du damit angefangen und warum? Würde mich mal interessieren. Warum? Ja. Also ich glaube, ganz ehrlich, viele sagen ja, weil die Instrumente nicht gut genug waren. Ist das so? Okay. Ja, viele sagen viele Kollegen. Ich sage ganz ehrlich, es gab damals so ein bisschen so einen Bauboom, das war noch vor Internetzeiten. Und so ein Selbstbauboom. Und ich wollte mir halt auch selber eine Gitarre bauen. Ne? Okay. Mein Papa ist Schreiner und wir hatten auch immer eine kleine Schreinerwerkstatt. Mhm. Und da lag der Schritt nahe, das so zu machen. Mhm. Und dann hatte ich damals gedacht, ich hätte noch gar keine Ahnung so richtig von, wie man das macht und wie da die Zugverhältnisse sind und wie stark zieht jetzt denn so eine Seite. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm Papa, wir lassen eine Seite weg, dann ist nicht so schlimm. Dann brauche ich den Hals nicht so stabil zu konstruieren. Naja, Ende vom Lied war, ich habe mir dann einen Hohnerhals gekauft und habe den auf einen schönen Mahagoni, selbst geschnitzten Mahagoni-Body gemacht. Wie alt warst du da? Ja, ich ungefähr 15 oder so. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist jetzt echt schon eine ganze Weile her. Das ist eine schöne Gitarre, die habe ich echt lange gespielt und die war immer so ein bisschen kopflastig. Okay. Aber ich wollte die spielen, weil ich die ja selbst gebaut habe. Ja. Dann auch immer mit Schulterschmerzen und so. Und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das Holz hat nicht gereicht und ich habe diese Strat um gute 2-3 Zentimeter kürzer gemacht, Genau. Ja, und das war dann so der Anfang. Und als es dann so drum ging, was machst du jetzt so irgendwie, mit was willst du dein Geld verdienen? Ich habe nebenher neben dem Studium für einen Restaurator gearbeitet. Mhm. Und der hat sich dann verkleinert und fragte, ob ich einen Teil der Werkstatt übernehmen will. Okay. Und dann habe ich irgendwie eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, komm, das ist doch das, was du eigentlich immer machen wolltest. Cool. Und dann war ich in der Werkstatt, die man auch in dem Video sieht. Ist das so? Also genau. Das ist dann das ist die erste Werkstatt, die bis jetzt immer noch existiert. Genau. Super. In der Werkstatt habe ich am Anfang sogar gewohnt. Ja, haben wir ja auch. Ja, habt ihr ja auch. Ne? So ein bisschen halb legal, ne? Okay. Ja, aber nächstes Jahr geht es ja tatsächlich in eine neue Werkstatt. Ah, okay. Ach, interessant. Wir übernehmen die Werkstatt in Tübingen von Henkes und Blaser, diesem recht bekannten Akustikgitarrenbauer. Okay.
meine Freundin bleibt in der, die ist jetzt ja auch in der Werkstatt mit ihrem Puppenbau. Die bleibt dann in der Werkstatt, in der alten, in dem behalten wir. Okay. Und ich kann dann da eben auch ein bisschen Maschinen übernehmen und so, das ist ganz nice. Ja, ja. Und dann sind wir da in der Jakobuskirche in Tübingen. Okay. Noch schöner. Ja. Ja. Sehr schönes Städtchen, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, die Temperatur müssen wir ändern. Wenn wir es irgendwann wiederholen. Ja. Alles klar. Ja, das ist doch schon mal irgendwie eine schöne Sache. Und die Gitarre oder vielleicht auch die andere seht ihr bald, wenn das Licht angeht. Richtig. Vielen Dank. Alles klar, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, interessant, oder? Also ich finde schon. Ich finde es immer schön, von Leuten zu berichten, die hier aus der Nachbarschaft kommen, also aus deutschen Landen. Amerikanische Gitarrenbauerfirma im großen Style und so gibt es ja genügend. Und ich finde es immer schön, wenn so ein, zwei Mann Leute sich so Projekte ausdenken und die dann so realisieren und in so einer kleinen Butze dann handgemacht sind, als diese großen Fließbandfirmen. Ne? Und solche Leute, finde ich, sollte man unterstützen, was ich hiermit tue. Fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren. In den letzten Tagen ist da einiges nach oben gegangen. Und ich bedanke mich auch an Thorsten und Stefan, dass ihr mir die schöne Gitarre zur Verfügung gestellt habt. Und mittlerweile ist sie schon wieder bei euch unten. Leute und ihr da draußen, wenn ihr das schöne Teil mal testen möchtet, dann schreibt Thorsten einfach an. Ich blende unten seine E-Mail-Adresse ein. Da sind alle Kontakte vorhanden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht's euch gemütlich, trinkt euch einen Tee, einen Kaffee, später vielleicht ein Bier oder einen Wein. Alles klar. Bis die Tage. Ciao.